herzlich willkommen zum Derby an der Hohen Luftbrücke. Viktoria Hamburg gegen Altona 93. Wir dürfen uns auf einen heißen Fight freuen. Beide Teams haben ihre letzten vier Spiele gewonnen. Altona reist mit knapp 500 Fans an und die machen gleich richtig Stimmung. Die 132. Auflage des ältesten Stadtderbys Deutschlands. Die erste Chance der Partie hat Viktoria. Rodriguez schießt, aber der geht gut einen Meter über den Querbalken. Ab dann spielt nur noch Altona. Brisewachs Freistoß wird zur Ecke geklärt. Die Ecke wird natürlich ausgeführt von, wem auch sonst, Nick Brisewack. Der Ball kann nicht verwertet werden, Altona aber noch am Ball. Wieder Brisewack. Flanke, Waldschmidt. Hier wäre mehr drin gewesen. Viktoria bekommt keinen Zugriff mehr aufs Spiel. Altona drückt. Flache Hereingabe und Pfeiffer verpasst um Haaresbreite. Viktoria stellt sich hinten rein. Altona stürmt drauf los, kann aber nichts Zählbares aus seinen Gelegenheiten rausholen. Zu diesem Zeitpunkt hätte Altona schon längst führen müssen. Viktoria bis dato abgemeldet. Doch jetzt kombinieren sie sich nach vorne. Die Flanke wird länger und länger. Latte! Und dann geht es schnell. So schnell, dass selbst unser Kameramann nicht hinterherkommt. 1:0 für Viktoria. Lehn Eike Strömer bringt die Hausherrin in Front. Was Altona nicht schafft, klappt bei Viktoria umso besser. Tore schießen, das können sie. Bitter für Altona, sie waren lang die klar dominierende Mannschaft. Jetzt liegen sie mit 1:0 hinten. Vicky hat jetzt Mut, hat Kreativität. Doppelpass Strömer, Bergmann. Strömer schießt, abgefälscht und drin. 2:0. Innerhalb von 2 Minuten macht Viktoria aus einem komplett einseitigen Spiel ein 2:0. Unfassbar. Viktoria demonstriert Chancenverwertung. Die ersten beiden Treffer für Lehn Eike Strömer, der auch schon für Weiche Flensburg in der Regionalliga Nord auf Torejagd ging. Wir springen in die zweite Halbzeit. Altona muss die Initiative ergreifen, sollten sie hier noch was Zählbares mitbringen wollen. Brisewag! Berkan Algan hat seiner Mannschaft in der Halbzeitpause scheinbar etwas in den Tee gemischt, denn Altona ist wieder da mit Selbstvertrauen und mit Dennis Thiessen. 74. Minute, Flanke in den Strafraum. Medaillese kommt raus, lässt den Ball fallen, die Chance für Busalla. Pfosten, Viktoria klärt, die Riesenchance für Busalla. Doch, was passiert jetzt? Ungläubige Gesichter, der Schiri gibt den Treffer, es steht 2:1. Der Schiedsrichter hat lange gezögert, alle hatten die Situation bereits abgehakt und jetzt ist Altona am Drücker. Symptomatisch für den Abend, dass der Treffer aus einem Torwartfehler resultiert, aber das dürfte ihnen jetzt egal sein. Sie brauchen noch ein Tor und die Uhr tickt. Nächste Gelegenheit, Ecke für Altona. Kann man hier doch noch einen Punkt entführen? Flanke, Brisewag, Kunter, Tor, 2:2. Was für ein Spiel. Altona holt den 2:0 Rückstand auf. Wer hätte das gedacht? Berkan Algans Truppe war die dominierende Mannschaft, kassierte 2 unglückliche Treffer. Jetzt ist wieder alles möglich. Kunter durchlief die Jugend des HSV. Jetzt steht er für Altona auf dem Platz. Altona will die Entscheidung. Brisewag, der ein tolles Spiel macht, mit der 1:1 Situation. Schuss daneben. Eine Chance gibt es noch. Der ist hoch, der ist gut und da ist Marius Ebbers und der Pfiff. Verwirrung im Strafraum, doch dann wird klar, Schiedsrichter Krüger hat das Spiel während der Freistoßausführung abgepfiffen. Eine ziemlich unglückliche Entscheidung des Referees, das Spiel hier zu beenden. Die Altona liegen sich in den Armen, bei Vicky sieht man noch Gesprächsbedarf. Das Tüpfel auf einem durchweg kuriosen Spiel, das den Titel ältestes Stadtderby Deutschlands wahrlich verdient hat.